Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und wir waren bei Claire stehen geblieben. Ja, so, was treiben wir mit ihr denn Schönes? Ihr Zimmer ist ja recht dekoriert bis jetzt. Und ich habe überlegt gehabt, dass wir diese monstergeilen Betten kaufen. Wobei, das ist ja auch schon ein gutes Bett, oder? Ich guck mal kurz nach. Weil manche haben ja noch so ein Billigbett, also das hier zum Beispiel. Aber 533 mildert ja auch gut, ne? Der einsame Seewolf. So, aber nichts toppt das hier, ne? Also, aber das sieht halt sehr nicht ganz so schön aus, ne? Also 533 haben wir. Und hier haben wir halt so das Doppelte bzw. mehr als das Dreifache. Ja, die Schönheit ist nur ein bisschen besonders, ne? Wobei das passt hier sogar rein. Wir klauen hier das jetzt mal. Stellen jetzt mal das Bett hier hin. Und dann kriegt sie noch ihren eigenen Computer, wenn wir schon mal dabei sind. Den hat sie ja noch nicht. So, sie bekommt auch den hier. Oh, es gibt hier mittlerweile mal mehr Farben. Das ist ja mal geil. So. Dann haben wir es erstmal so weit bei ihr. Und das lassen wir jetzt auch erstmal so. Du darfst auf jeden Fall mal das Bett beanspruchen. Und einfach nochmal zu Ende schlafen. So, du arbeitest noch fleißig, ne? Perfekt. So, Claudio ist zu Hause, hat Geld mitgebracht. Das ist echt Premium von ihm. So, hier ist einfach alles dreckig. Oder hier steht noch was. Von Lachs in der Kräuterbutterkruste. Lecker. So, was machen wir Schönes? Ich beschließe mal, dass wir das Örtchen verwenden. Eine erfrischende Dusche uns gönnen, oder Claire besser gesagt. Und dann fängt die mal an aufzuräumen. Wie wär's, wenn du das reparierst, anstatt es aufzuwischen? Ich finde ja auch geil. Sie hält ja den Wischmopp hier rein. Das ist bestimmt nicht isoliert. Und hier am Wasser kommt hier Strom an, ja. Das heißt, sie hat quasi Kontakt mit dem Wasser, was unter Strom steht, aber es passiert nichts. Das ist vollkommen okay. So, ich werde den jetzt für 75 einfach mal so ersetzen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so geizig. So, wir werden das aufwischen. So, den werden wir aufräumen. Und den auch. Und den Rest räumt sie vielleicht auch auf. Hier können wir schon mal ernten. Das machen wir aber gleich irgendwann. So, meine liebe Schelm. Sie muss ja den Schelm hier noch rumkriegen. Damit sie bald mal ein bisschen aufsteigt in der Karriere. Und zwar zeitnah. Ja, ich habe gelesen, man kann jetzt hier irgendwie mit Jasmin Holiday oder so. Ach, die Wäsche. Mit Jasmin Holiday oder wie die heißt, kann man hier. Mich verarschen, du wirst doch wohl die Pfütze aufwischen können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst. Ja, jetzt plötzlich geht es, ne? Merkwürdig. Dann darfst du den Müll mal aufräumen. Jetzt, was macht sie hier? Ich finde es ja auch geil, dass wir eine Pfütze auf dem Teppich haben und die Pfütze auf dem Teppich wegwischen. Dann wischen wir da zweimal schnell drüber und der fette Wasserdings, es ist ja nicht nur ein Tropfen oder so, nein, dieser fette Pulk an Wasser. Weg. So, ich wollte gerade irgendwas erzählen. Habe es voll vergessen. Egal. Naja, so, sie hat Hunger. Dann könnte sie ja mal Abendessen servieren. Und zwar ein Cäsarsalat. Wir sind jetzt mal so edel hier. Wir haben einen Cäsarsalat. Oh, mir fällt ein, wir müssen ja dieses eine Küchending hier noch ändern. Und zwar in den schöneren Herd. Den hitzig-heiß-Herd. Oh.
Das ist auch geil, ne? Jo, wir können hier so ein ganzes Restaurant-Ding machen, oder was? Das ist ja mal geil. Und wir sind zwar jetzt nicht in so einer Küche, ne? Aber wir könnten sowas benutzen. So, zwei Herde. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch zwei Kühlschränke. Aber da kommen wir hier mit der Tür nicht mehr überein. Wobei, so geht das auch, ne? Stellen wir das mal hier hin. Dann hängen wir das ein bisschen weiter hier hin. So ein bisschen Platz dazwischen lassen. Den Mülleimer stelle ich genau hier in die Mitte und nirgendwo anders hin. So, das ist eine fette WG-Einrichtung. So, wir haben doch jetzt mal bestimmt hier einen gekonnten Mülleimer. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es auch ungekonnte Mülleimer gibt, aber naja. So, wir haben ja schwarz-lila. Hey, wir machen das mal so, dass wir den hier mit ranstellen. Wobei, wir können den. Nein. Wir stellen den hier mit ran. So, dann sieht das ja auf den ersten Blick schon mal sehr nett aus. Und ich würde jetzt hier noch so ein paar Küchendeko-Sachen hinpacken. Vielleicht kann man ja hier so richtig geil noch sowas platzieren. Wo dann hier also gebrauchtes Besteck oder so quasi hinkommt. Also es macht jetzt nicht 100 pro Sinn, aber ich finde es ganz schick. Auch eine Brotbox. Die können wir ja hier mal mit hinpacken. Für diesen Obstteller auch sehr schön. Der passt da nur nicht mehr hin. Ja, wir packen den hier mal mit hin. So. Der Papiertuchspender. Wir packen den auch mal hier so mittig hin. So, jetzt haben wir aber noch ein paar andere Dinge, ne? Wollte ich mal gucken. So, feine Regale. Nee, ich wollte hier gerne hier so einen Weinschrank hinstellen, wenn ich jetzt mal einen finde. Das Ding ist natürlich auch nicht schlecht, aber mir schwebt da was anderes vor. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich das finde. So, Deko. Das hier mit bei. Weil man kann es, glaube ich, auch an die Wand hängen. Da. Oh, wir können uns kein zweites erstmal leisten. Das ist kein Problem. Also wir werden uns auch ein zweites gönnen, aber nicht jetzt. Dachte mir, wir stellen jetzt hier noch einfach eine Blume mit hin. So eine, die passt. Ich muss mal gucken, ob wir ein Sheet finden, womit wir uns eine WG-Katze holen können. Also womit ich den, sag mal, den Haushalt so um Sims aufstocken kann. Dass ich zumindest diese eine Katze hier noch mit reinkriege, die ich ja haben möchte. Die werden wir ja. Guck mal, die nimmt ja hier nicht mal Platz weg oder so, ne? Die Katze. Deswegen könnte man das ja mal gucken, machen, wie auch immer. Aber das mache ich jetzt nach dieser Folge. Ich finde übrigens auch geil. Das ist mir schon aufgefallen. Ich meine, wir gehen Wäsche waschen. Hängen sie hier auf zum Trocknen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Siri geredet hätte oder so, aber okay. Also wir hängen sie ja auch zum Trocknen in die Wäsche, ne? Und dann legen wir sie auf den Boden. Ja. Wir legen die trockene Wäsche auf den Boden. So, wir verkaufen die jetzt einfach mal dreist. Jetzt hat Siri mich voll aus dem Konzept gebracht, weil die einfach sich manchmal anschaltet. So, die gönnt sich jetzt ihren Cäsarsalat. Und schaut sich dabei den Kochkanal an. Es schadet ja nicht, wenn alle Leute hier rein zufällig maximal kochen können. So, nebenbei laberst du sie voll. So, über Interessen reden. Gourmetspeisen. So, und jetzt fängst du nämlich mit Unfug an.
nach Entbindungstermin fragen. Das finde ich sehr geil. Ich finde, Männer sollten wir auch mal nach dem Entbindungstermin fragen. So ein absurdes Gerücht verbreiten. Das machen wir regelmäßig. So, Lilly hat die Mix-Fähigkeit erworben. Jetzt müssen wir die ganzen Schelm-Sachen noch machen. Das ist so eine Katastrophe mit diesen Schelm-Sachen. Ich finde das richtig kacke, ne? Also ich spiele ja nicht gerne, ich sag mal, so den gemeinen Part, außer ich möchte gerade so ein bisschen so Psychopathen-Challenge-mäßig was machen oder so. Da wollte ich ja auch noch mal dann was machen. Hüte ablegen. Apokalypse beschreiben. Geil. Sie ist eigentlich ein Level abgekriegt? Ja, hat sie. Apokalypse. Verschwörungstheorie. Nach Entbindungstermin fragen wir nochmal. Über Karriere lügen wir. Falsche, schlechte Neuigkeiten. Apokalypse. Von den Zombie-Kühen. Die werden uns richtig. Richtig zum Verhängnis, die gute Zombie-Kalypse. Zombie-Kalypse, ja. Oder die gute Apokalypse. Wir müssen noch ein paar Feinde uns machen. So, Level 8 der Verbrecherkarriere und Ableben eines Sims miterleben. Das wird ja noch ein bisschen schwierig, glaube ich. So. Ich habe überlegt, wir können ja darauf oder jetzt mal gucken, dass wir den Sims hier dieses unternehmerisch, also dass die schneller befördert werden. Ist das das? Werden wahrscheinlicher befördert. Das ist gut. Das kaufen wir jetzt nämlich mal. Und dann gucken wir mal, dass alle Sims das bekommen, dass die auch bloß Level 10 erreichen. Wir haben zwar jetzt bald Halbzeit mit den Sims, ne? Aber die Karrieren müssen ja auch bald mal, ja, gemacht. Auf Level 10 gebracht werden irgendwie. Und man steigt die ersten Level ja ein bisschen schneller auf als die letzten. Hallo Claire, machst du jetzt auch noch? Ja, okay. Tag verschönern. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Wir können ja auch mal nett zu ihr sein. Tiefgründige Unterhaltung. Dass wir so den Imperator des Bösen hier so gefühlt einfach im Haus haben mit ihr. Oh, Lilly muss dann zur Arbeit und wir labern die hier voll. Unser Cäsarsalat in der Hand wird langsam schlecht, während wir hier labern. Ja, diesen schwarzen Stein hier auf dem Tisch auch sehr geil. Die unterhalten sich schon echt cool, ne? Ich finde schön, dass die Teller noch blitzen. Also so blinken, blinkeln. So, da kommt jemand aus dem Bad rausgeschlichen. Ob sie auf Toilette muss vielleicht? Ja, der Cäsarsalat wird jetzt ja nicht unvegetarisch. Wow. Da fängt die hier an zu lachen, ey. Meine Güte. Sims, die einfach anfangen zu lachen, sind mir ja ein bisschen suspekt. So, liebe Claire. Du gehst jetzt mal aufs Klo und eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann darfst du mal bewässern. Weil wir jetzt gleich mit dem nächsten Sim das hier alles einsammeln werden. Und dann darfst du anfangen mit weiterentwickeln. So, hier möchte schon mal nichts anderes weiterentwickelt werden. Was glitzert denn hier? Das glitzert. So, da war das Spiel jetzt etwas schneller. So, er sitzt wieder furzend vorm PC, der Gute. Na. Immerhin hat er einen fetten, coolen PC. So, ich meine, das ist doch, weil also von dieser Sicht aus ist das ja jetzt ja endlich mal ein richtig geiler Gamerthron, oder? Also diese Ablagemöglichkeit, so ein schöner Computer.
Wobei ich es cool fände, wenn man, ich sag mal, den Arbeitsplatz oder den Spielplatz, Spielplatz ist auch gut, der Spielplatz vom Sim, ne? Der Schreibtisch oder den Schreibtisch vom Sim, wenn man das irgendwie ja besser machen könnte. Also, dass man Wäsche aufheben, nein, Taschen durchsuchen erstmal. Dass man diesen Schreibtisch ein bisschen beliebig gestalten könnte, zum Beispiel mit zwei Monitoren oder so. Wenn zum Beispiel Sims das lieber mögen. Wow, $20. Gar keine Dollar. Victor muss zur Arbeit. Wir löschen das jetzt hier mal. Genau, schmeißt die Wäsche mal rein. Ich frage mich ja, warum er die Wäsche einfach immer in sein Zimmer schmeißt. Aber wahrscheinlich, weil er faul und chaotisch oder so ist, ne? Chaot. Ja, dann. Das erklärt's. Wäsche waschen. Ach, verdammt, er geht ja jetzt zur Arbeit. Oh nein. Oh nein. Okay, er muss auf jeden Fall programmieren, um mal entwickelt zu werden. Ja, um befördert zu werden. Ich lese hier nur Entwicklungschef und ja. Ihr seht schon das Problem. So, dann gehen wir fleißig arbeiten. Wow. 168, 115 und ich nur so 35. Die Sache mit dem I, imaginäre Zahlen und du. Wow. Sie hat zweimal das Buch geschrieben. Und hier war es einfach mehr als doppelt so viel wert. So, Claire macht jetzt hier die Garten. Damien erfährt inoffiziell, dass ein Konkurrent an einem Produkt arbeitet, das fast identisch mit dem ist, an dem er gerade arbeitet. Ja, das hatten wir ja schon 100 Mal. So. Was? Puh, in einer anderen Pressemitteilung wird bekannt gegeben, dass das Konkurrenzprodukt für einen anderen Markt bestimmt ist und völlig andere Funktionen hat als das von Damien. Ob es nun Erfolge feiern oder floppen wird, ihm kann das wirklich egal sein. Macht das Sinn, dass ein Konkurrenzprodukt ist, obwohl es für einen anderen Markt bestimmt ist? Mal eine berechtigte Frage, oder? Also ich denke da gerade ernsthaft drüber nach, ob das Sinn macht. Aber diesen Ausgang von dieser Nachricht hatten wir noch nicht. Wir hatten diese Nachricht jetzt bestimmt schon 5 Mal mit Damien. Und was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, heute komme ich so gut irgendwie so schön raus aus dem Reden, weil ich mich irgendwie leicht ablenken lasse heute. Auf jeden Fall, doch, wir waren bei diesem Produktdings mit dem Konkurrenzkram. Auf jeden Fall kam immer dasselbe negative Ergebnis raus. Entweder, dass der Typ schneller war und den ganzen Ruhm einheimst, oder dass wir voll das Fehlerprodukt auf den Markt bringen und der dann halt ein anderes Produkt auf den Markt bringt, was einfach mega viel besser ist. So. Was kann man denn in seinem Zimmer noch verbessern? Ich würde es eigentlich auch erstmal so lassen. Eine Spielekonsole kann er noch kriegen. Aber sonst, ich würde es wirklich erstmal so lassen. So, mit den Dächern stimmt noch alles, oder? Warte, hier fehlt, hier ist irgendwas mit der Farbe nicht richtig, wobei das gehört hier mit zu. Phyllis ist zur Arbeit. Okay. So, die sind jetzt auch zur Arbeit, dann dürfen die fleißig arbeiten. So, mit ihm, also mit dem Damien, müssen wir jetzt gleich erstmal den Garten ernten und das verkaufen. Okay, und vielleicht sollte er erstmal duschen gehen. Das sollten wir ihm eingestehen. Sie geht hier voll glücklich baden und ist einfach nicht zur Arbeit erschienen. Während die Dusche kaputt ist. Toll. Claire hat Level 6 der Videospielfähigkeit erreicht. Phyllis kommt bei ihrer neuesten Geschichte nicht weiter. Ihr ist aufgefallen, dass ihr Kollege versehentlich ein vorläufiges Manuskript im Büro liegen lassen hat. Willst du dir einige seiner Ideen ausleihen oder einfach liefern, was du bisher hast? Wir werden ehrlich sein, das hat letztes Mal funktioniert. Okay, diesmal nicht. Ach, hätte sie doch nur. Ja. Ihr Kollege wird befördert. Wer hätte es gedacht? So, da kommt der Geschäftsmann hier die Treppe runter. Ach, Claudio ist das. Der muss jetzt, glaube ich, zur Arbeit, ne?
Er hat echt zugenommen. Naja. So, für diesen Part sage ich jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.